Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute geht es mal um Souvenirs und Shopping. Wir sind hier heute am Faro von Maspalomas, am Leuchtturm. Und dort hat die FEDAC, das ist die Federación de Artesanos Canarios, Vereinigung der kanarischen Künstler des kanarischen Kunsthandwerks, die haben eine Messe, eine Ausstellung, die geht jetzt noch bis morgen Abend. Und ja, da habe ich ein kleines Video zusammengestellt und dann könnt ihr mal so drüber schauen, was es hier so alles gibt. Also es gibt richtig tolle Sachen. So, dann erzähle ich euch mal noch ein bisschen, wie das hier früher so vonstatten ging. So Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Kanaren zur Freihandelszone erklärt, um eine starke Handelsposition zu schaffen. Das wurde aber vor einigen Jahren wieder abgeschafft und die Inseln erhielten eigene neue Steuergesetze. Die Kanaren galten lange als Einkaufsparadies, doch mittlerweile hat der asiatische Markt auch sehr zugenommen. Und nicht alles, was glänzt, ist Gold. Also immer mit Vorsicht genießen. Zum Schnäppchen machen muss man sich mit Preisen gut auskennen. Auf den Märkten, die hauptsächlich in Händen von Nordafrikanern liegt, ist das Feilchen Tradition. Bei Souvenirs solltet ihr auf das kanarische Kunsthandwerk vertrauen. Und wo besser als das, als auf der Messe der FEDAC, Vereinigung der kanarischen Künstler. Dort findet ihr Stickereien, kunstvolle Hohlsaumstrickstickereien, sehr bekannt hier auf den Inseln und schon seit langem über die Grenzen Spaniens bekannt und begehrt. Die Tischdecken, Blusen etc. Immer ein beliebtes Mitbringsel. Selbst Maria Callas und Onassis haben damals zugegriffen. Dann die Tonwaren, sie werden alle von Hand hergestellt, nach traditioneller Methode. Natürlich findet ihr hier auch die traditionellen kanarischen Messer, sind auch sehr beliebte Souvenirs, werden aber heute auch von den Canarios noch benutzt, zum Beispiel bei der Jagd oder auf dem Feld. Sehr bemerkenswert, ja, der reich verzierte Griff aus Horn, Silber oder Messing. Auf jeden Fall ein Hingucker. Auch gibt es Korbwaren. Vieles wird aus Schilfrohr oder Palmenwedeln gefertigt. Und den Rum und die Zigarren nicht vergessen. Der kanarische Rum aus der Rumbrennerei in Arucas ist übrigens die größte in Spanien. Ist sehr bemerkenswert. Von normal bis zu den alten guten Sorten hin. Eine Spezialität, wie auch die kanarischen Zigarren, die viele Kenner sogar als eine Havanna vorziehen. Die Puros, wie sie hier heißen, werden aber nur in kleinen Stückzahlen gefertigt. An der Carretera del Centro von Las Palmas ins Inselinnere liegt die Tabakfabrik. Dort werden sie nach strengen Richtlinien aus den erlesensten Tabaken hergestellt. Selbst das spanische Könighaus und Regierung reichen die kanarischen Puros bei Staatsbesuchen nach einem üppigen Mahl. Ja, und schlendert einfach mal über diese wunderschöne Handwerksmesse am Leuchtturm. Ihr seht ja, es ist für jeden was dabei, also ihr findet sicher was Passendes, ein schönes Schmuckstück, eine Glasschale oder aus Ton, einen Bären für das Enkelkind oder einen neuen Gürtel, nachdem das Essen hier so lecker war und der alte nicht mehr passt. Ja, sowas soll vorkommen. Also richtig schöne Geschenke. Und da seid ihr auch sicher, dass ihr nicht irgendwas made in China kauft. Ja, und diese Messe, die geht jetzt noch bis Sonntagabend. Solltet ihr es nicht schaffen,
Ein paar Kleinigkeiten bekommt ihr auch im Leuchtturm, im Pharo drinnen direkt. Ja, oder ihr besucht die Handwerker direkt. Sehr viele von den Künstlern und Handwerkern sind in Awimis zu finden. Ihr habt also auch immer die Namen mit dabei und könnt die Leute dann auch im Internet aussuchen und dort dann in den Werkstätten, in den Ateliers dort dann einen Besuch abstatten bei eurem nächsten Besuch. Darüber freuen die sich auf jeden Fall, denn es gibt auch sehr viele von denen, die gar keine Shops haben, sondern dann immer nur hier an den Messen verkaufen. Und so ein Besuch könnte dann natürlich dann direkt mit dem Besuch von der Altstadt von Aguimes verbinden. Ich hatte ja schon mal über Aguimes berichtet. Sind diese Figuren, die überall zu finden sind im alten Ortskern. Der Esel, das Kamel. Und die schöne Kirche natürlich. Also ihr seht, ihr findet Sachen, es passt in jeden Koffer mit rein, selbst wenn ihr nur mit Handgepäck reisen solltet. Kleine Sachen, etwas größere, aber alles koffergerecht und daher überhaupt kein Problem. Richtig schöne Teile aus Glas, wunderschönen Schmuck aus Silber und teilweise auch Gold. Und dann wird viel wie hier aus recyceltem Material hergestellt, aus alten CDs zum Beispiel. Wunderschöne Sachen dabei. Und natürlich immer wieder die kanarischen Symbole, die sind überall zu finden. Das sind die sogenannten Pintaderas. Das sind diese Kreise, diese Dreiecke, das Idolo von Tara. Das findet ihr also überall wieder, auf den Schalen, Glas oder Ton oder selbst auf den Stoffen. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, der kleine Rundgang hier auf der Messe am Leuchtturm von Maspalomas. Ich bedanke mich und ja, wir hören uns morgen wieder.